Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Evolution Now. Wer bist du wirklich? Und ich begrüße heute ganz herzlich den lieben Hartmut Lohmann. Herzlich willkommen, lieber Hartmut. Hallo Jennifer, grüß dich auch. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte unserem Publikum gerne noch kurz sagen, wer du bist, was du machst. Du bist Gründer der Qi-Heilung. Energetischer Heiler, Autor und spiritueller Lehrer. Und dein neuestes Buch ist Wie Herzen miteinander sprechen, die universelle Sprache der Empathie. Wunderbar. Also Empathie ist auch eines meiner Themen. Sorry. Ja. Was ja, das stimmt. Das alles. Super, schön. Das Thema Empathie ist für mich auch ein wichtiges Thema, weil ich sehr fühlig bin und mitunter teilweise gar nicht weiß, ist es meins, ist es das Außen, wo kommt das alles her? Möchtest du zu deinem Buch vielleicht noch etwas sagen oder zu dem Thema Empathie an der Stelle? Empathie ist, glaube ich, die wichtigste Sache, mit der wir uns momentan befassen können. Die Empathie nimmt ja leider messbar ab. Da gibt es auch viele Studien, das heißt, die Menschen werden immer unempathischer. Ich denke, da kann jeder seine eigene Geschichte zu erzählen. Es ist wirklich messbar, dass die Menschen immer weniger Empathie empfinden können. Das wird uns regelrecht aberzogen. Die Gründe dafür können wir gerne im Rahmen deines Kongresses dann auch noch klären. Aber wichtig ist eben, dass wir die Empathie brauchen, um sozial zu harmonieren. Und das gilt eben im Kleinen für uns selbst, denn wir sind ja auch eine soziale Gruppe. Die Organe müssen miteinander arbeiten, meine Gefühle müssen miteinander arbeiten, meine Gedanken und meine Gefühlswelt sollte symbiotisch miteinander arbeiten. Und da sehen wir schon, wie viel da schiefgehen kann, auch einfach nur in uns, weil bei manchen Menschen das eben in Disharmonie ist. Also, dass die Gedanken den Gefühlen widersprechen oder Gefühle untereinander sich widersprechen. Das ist, wenn man so möchte, auch eine Form fehlenden Mitgefühls. Dass ich zum Beispiel meiner Wut meine Liebe vorenthalte oder sage, meine Angst hat keine Geborgenheit, kein Vertrauen verdient. Meine Angst nimmt mir mein Selbstvertrauen. Das sind so klassische Fälle. Das heißt im Klartext, der freie Fluss der Energie, der freie Fluss der Gefühle ist nicht mehr gegeben. Und das kann man, wenn man so möchte, auch immer auf ein Fehlen von Empathie begründen. Wo kommt das her? Klar, anerzogen. Wir wurden nicht sehr empathisch aufgezogen. Ich zumindest nicht. Und ich bin da, glaube ich, prototypischer Deutscher. Aber das ist ja inzwischen die Erziehungsmethode und wie Kinder groß werden, ist ja auch globalisiert. Also das finden wir in China und Japan fast noch schlimmer als in Amerika und Europa. Also das Leistungsprinzip steht an erster Stelle. Du musst und du sollst wollen, was du musst, ist so ein Prinzip, was sich durch die Kindheit schleppt. Und das ist eben extrem unempathisch. Und das übertragen wir dann auf die Innenwelt. Also es kommt von der Außenwelt zunächst und wir übertragen es auf die Innenwelt und dann wiederum übertragen wir es neu auf die Außenwelt. Und so wiederholt sich das, perpetuiert sich das dann immer von Generation zu Generation. Und ich glaube, Jennifer, das ist eben so wichtig, dass wir hier mal wirklich ein Licht reinbringen und sagen, stopp, wollen wir jetzt wirklich noch die nächsten 100 Jahre so weitermachen? Der Planet sagt uns da ganz klar nein, das mache ich nicht mit. Und auch die Gesellschaften zerbröseln ja gerade ganz großflächig. Und ich glaube, dass wir da an einem ganz tollen, auch magischen Punkt sind, wo wir sagen können, wir möchten mal was Neues, was eigentlich was ganz Altes ist, nämlich wieder Verbindung von Herz zu Herz und eben mehr Empathie miteinander. Toll. Mhm. Da kommen gleich tausende Fragen. Also das verknüpfe ich jetzt direkt erstmal mit meinem Kongressthema der Evolution. Also erkennst du darin durchaus einen evolutionären Schritt? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, ich sehe es ein bisschen diffiziler, was man erstmal verstehen muss. Also ich glaube, dass Evolution halt nicht exponentiell verläuft, sondern Evolution verläuft exponentiell, stößt dann wie so an eine gläserne Decke des Widerstandes, bricht dann meistens erstmal in sich zusammen, reorganisiert sich und dann steigt es wieder an. Also das sehen wir überall in der Natur. Also und diese, was da sozusagen heranreift und wächst, das stößt auch an innere Wachstumsgrenzen. Und was wir jetzt eben gerade haben in der Menschheitsgeschichte ist einmalig, ist auch ein ganz großartiger Augenblick, nämlich, dass diese Idee von Völkern gerade auch zerbricht. Die Globalisierung hat das ja versucht reinzubringen,
dass die Geldströme international sind, dass eben das auch der Reiseverkehr international sein soll. Aber gleichzeitig haben wir ein ganz großes Bestreben nach Nationalismus und wir wollen sozusagen alle wieder für sich, make America great again, ja, und die Türkei will wieder ihre eigenen Werte pflegen. Und also was da gerade passiert ist, die Nationen zerbrechen an ihrem alten Empfinden, dass sie gegen den Rest der Welt kämpfen müssten. Und das finde ich ganz spannend, denn die Lösung kann ja nur sein, indem wir uns noch mehr öffnen. Indem wir zum Beispiel sagen, Migration, nehmen wir die Flüchtlingsproblematik, Migration ist das, ist der Normalzustand. Die Menschheit hat immer immigriert, ist immer gewandert, ja, um den Planeten herum, sonst hätten wir uns gar nicht so weit entwickelt. Und, das ist natürlich jetzt wichtiger für den Kongress, die Zusammenarbeit, die Kooperation ist der Normalzustand und Empathie ist der Normalzustand. Und den haben wir verlassen und wir können nicht ohne. Das ist ja die Lokomotive, ohne die wir den ganzen Zug nicht ziehen können. Ohne diese gigantische Kooperationsfähigkeit des Menschen wären wir ja nicht die vorherrschende Spezies auf diesem Planeten. Wir können Dinge tun in einem Ausmaß, wie kein anderes Tier auf diesem Planeten hinbekommt. Wir können nämlich mit Wildfremden unserer eigenen Gattung zusammenarbeiten. Ich kann mir ein Taxi rufen, steige in das Taxi ein und dieser Mensch, der mich noch nie vorher gesehen hat, fährt mich dann ganz brav irgendwo hin, wohin ich möchte, ohne dass wir uns in irgendeiner Weise bekriegen müssten oder erstmal den Status ausrangeln müssten oder ja, wie das bei Schimpansen definitiv der Fall ist. Sobald sie zwei fremde Schimpansen treffen, müssen sie sich erstmal prügeln. Bei Hunden sehen wir das auch. Also die Kooperation ist unsere größte Kraft und die Empathie dafür die notwendige Seite, also der Klebstoff, der das Ganze zusammenhält. Und das ist wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Das eine ist nicht ohne das andere möglich. Und darum glaube ich eben, dass wir an einem Punkt sind, wo wir die Empathiefähigkeit wieder ganz neu entdecken müssen und eben auch ausweiten müssen, weil das der Klebstoff ist, der auch ganze Nationen wieder verbinden kann, statt sie auseinanderbrechen zu lassen. Und wie bekommen wir das hin? Dazu müssen wir die eigene Empathie wieder entdecken. Was ist Empathie überhaupt? Wie wollen wir sie definieren? Und wie können wir sie eben auch entwickeln? Dazu brauchen wir Kontakt zum eigenen Herzen. Also der Herzraum ist ja der wichtigste Raum für Empathie, dass wir uns überhaupt von Herz zu Herz miteinander verbinden können. Dazu muss man erstmal das eigene Herz fühlen. Man muss auch das eigene Herz mit positiver Energie füllen. Denn bevor ich irgendjemanden anderes ertragen kann und seine Gefühle und vielleicht auch Missempfindungen, muss ich erstmal mich selbst ertragen lernen und meine eigenen Gefühle und Missempfindungen wieder ertragen lernen. Da geht es ja schon los. Das wurde uns auch sehr stark aberzogen. Ich sage immer, es gibt drei Konflikte, drei Probleme, an denen das Kind scheitert oder unsere Erziehung, wie wir sehen wollen. Wir haben in der Erziehung der Kinder die Repression an die erste Stelle gestellt, statt die Expression der Gefühle. Ein Kind will seine Gefühle expressiv darstellen. Die sind alle sehr laut gepegelt. Die positiven Gefühle wie die negativen Gefühle. Und das ist von Natur aus offensichtlich so vorgegeben. Wenn ich mir meinen Hund anschaue, die Arielle, also die zeigt ihre Gefühle auch also nonstop und einfach ungefiltert. Und das ist natürlich. Und dadurch ist sie so liebevoll, so freudvoll und die Gefühle haben sozusagen einfach diese natürliche Kraft und Intensität. Und das scheint auch sehr heilsam zu sein, denn wenn die Gefühle sich ausdrücken dürfen, dann verdrängen wir sie eben auch nicht. In der Kindheitserziehung ist es jetzt so, dass diese Gefühle unterdrückt werden. Es findet Repression statt. Wir sollen sie unterdrücken. Wir sollen uns unterdrücken. Wir lernen, alle haben das gelernt, mehr oder weniger stark. So wie du bist du nicht richtig. So wie du fühlst du nicht richtig. Du fühlst falsch. Zumindest sind deine Gefühle, so wie du sie jetzt gerade zeigst und ausdrückst, unerwünscht. Du und deine Gefühle, ihr seid lästig. Das ist ganz klein am Anfang, aber es kann immer wieder und immer wieder und immer wieder, auch in der Schule, nicht wahr? Wenn ich jetzt raus will und spielen, ich will mich jetzt am Leben erfreuen, ist das gerade ein unnützes Gefühl, wenn ich jetzt gerade eine Mathe-Klausur schreiben soll. Ich muss dieses Gefühl unterdrücken, damit ich mich besser konzentrieren kann. Konzentration, so wie wir es begreifen, und deswegen können die meisten Menschen auch nicht lange eine Aufmerksamkeit halten, liegt daran, dass wir diese Gefühle einfach so stark unterdrückt haben, dass wir Konzentration mit einer Einengung begreifen und vergleichen können und eben nicht mit einer Weitung des Bewusstseins, einem Entspannen des Bewusstseins und aus dieser Entspannung heraus sprechen, fühlen, denken, handeln. Also die Repression
Statt die Expression ist das erste Problem des Kindes. Es geht noch weiter, wenn ich das ausführen darf. Ein Kind empfindet sich von Natur aus als Symbiont. Es möchte symbiotisch mit den Eltern in Verbindung stehen. Symbiose ist jetzt ein ganz wichtiges Merkmal einer Beziehung. Eine Symbiose bedeutet geben und nehmen zum Wohle beider. Bei einer Symbiose gewinnen alle Teilnehmer des Spiels und es findet eben Evolution statt, es findet eine gemeinsame Entwicklung statt. Dieses Gefühl wird dem Kind quasi vorenthalten, weil es wie kein gleichwertiger Beziehungspartner ist in der emotionalen Bindung und Beziehung zu den Eltern. Und jetzt ganz klein und schleichend stellt sich das Gefühl ein, eher sowas wie ein Parasit zu sein, abhängig zu sein von den Eltern und auch in deren Schuld zu stehen. Das ist ein ganz wichtiges, das sollte man wirklich sehr klar beleuchten. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft durch. Erst bekommen wir das Gefühl als Kind, wir sind quasi weniger wert als die Eltern, wir sind abhängig von den Eltern. Die brauchen uns nicht, aber wir brauchen sie. Und dadurch stehen wir eigentlich in ihrer Schuld, ein Leben lang. Und das wird jetzt weitergereicht. In der Schule genauso. Ich schulde meinem Lehrer Aufmerksamkeit. Aus Prinzip. So wird es uns eingetrichtert. Nachher schulde ich meinem Arbeitgeber meine Leistung. Ich stehe quasi wie in der Schuld meines Arbeitgebers. Und so zieht sich das nahtlos immer weiter. Und der Arbeitgeber, der Chef, braucht mich weniger als ich ihn. Ja, wird uns immer wieder in der Arbeitswelt vermittelt. Jeder, der mal arbeitslos war, weiß, wovon ich spreche. Und das zieht sich also nahtlos durch und konterkariert, unterwandert den Selbstwert des Menschen massiv. Und auch hier wieder, dieser natürliche Ausdruck der Gefühle wird noch weiter unterdrückt. Und das führt uns zu Punkt Nummer 3, einer quasi schleichenden Traumatisierung, die jeder mehr oder weniger erfahren hat, weil Traumata ist immer so ein großes Wort. Viele denken immer, nur wenn ich geschlagen und im Keller eingesperrt wurde wochenlang, dann bin ich traumatisiert. Nein, das stimmt nicht. Fast jeder ist traumatisiert, den ich kenne. Jeder Traumata in sich. Und die schwersten zu lösenden Traumata sind die, wo steter Tropfen den Stein hüllte, also wo ein schleichender Prozess der Traumatisierung stattgefunden hat. Ich nenne das auch traumatisches Umfeld, das ich jetzt ja gerade skizziert habe, das gesellschaftlich existiert und familiär und das dadurch lückenlos ist. Absolut lückenlos. Und deswegen ist es so schwer, dann daraus auszubrechen. Weil wenn man das tut, und da kann ich gerne ein Liedchen von singen, steht man außerhalb der Gesellschaft. Ich bin ja auch selbstständig und nicht angestellt. Ich könnte in keinem Angestelltenverhältnis leben momentan, glaube ich. Das wäre nicht möglich. Ja? Und das sind so, das kann aber jetzt, kann ja nicht jeder selbstständig sein, zumindest momentan noch nicht. Und das sind so Hürden, die wir nehmen müssen, Hindernisse, die wir emotional empfinden, ohne vielleicht eine Antwort dafür direkt parat zu haben. Aber diese schleichende Traumatisierung ist also etwas, was mit am wichtigsten ist aufzulösen, denn die führt eben dann dazu, dass die Traumatisierung sich auch immer weiter verschärft, statt kontinuierlich Heilung zu erfahren und wir sozusagen kontinuierlich einen positiven Prozess machen, machen wir eigentlich kontinuierlich einen Vergiftungsprozess durch und vergiften uns selbst immer mehr und andere. Und das sehen wir gerade gesellschaftlich wunderbar. Also das, was gerade gesellschaftlich passiert, könnte ja gar nicht klarer unterstreichen, was ich hier gerade skizziert habe. Denn das möchte ich wirklich mal klar so sagen, was gerade gesellschaftlich passiert und was die Politik gerade vorgibt, ist ja, jeder einzelne Bürger ist eine Virenschleuder, wird gerade behauptet, und ist eine Gefährdung für die Gemeinheit. Und Abstand halten, Spaltung, ja, Teile und Herrschen, muss Abstand halten, dieses perverse Wort Social Distancing, ja, soziale Distanz halten, um die anderen vor sich zu schützen. Ich muss die anderen vor mir schützen. Das ist wirklich der letzte Stein auf einem dunklen, schwarzen Weg, muss ich ganz ehrlich sagen, der nirgendwo hinführt, wo es schön ist. Das möchte ich glasklar sagen. Okay, was haben wir für Chancen? Ich muss das ganz kurz hinterfragen und die Richtung ändern, damit wir hier jetzt nicht alle ausschalten und in den Keller gehen. Ja, ja, ja.
Nein, wir müssen das Problem erstmal analysieren, das ist immer so. Also man muss erstmal das Problem wirklich in der Tiefe verstanden haben, weil ich sonst eine Symptombehandlung mache. Also ich vergleiche das immer auch gerne mit Symptomen im Körper. Also man stelle sich vor, ich hätte jetzt Zahnschmerzen oder so und dann lasse ich mir mein Knie operieren. Oder dann habe ich das Problem nicht gelöst. Ich muss wirklich, die Analyse, so schmerzvoll sie am Anfang klingen mag, ist ganz, ganz wichtig, die Anamnese, dass wir wirklich klar sind darin, wo ist eigentlich das Problem. So, wo ist das Problem? Der Selbstwert des Kindes. Das wurde stark angegriffen. Der Selbstwert des Kindes müssen wir stärken, ohne dass es an eine Hybris oder einen Narzissmus führt. Das gilt sowohl jetzt in der Erziehung der Kinder als auch natürlich bei uns. Also den Selbstwert zu stützen und zu stärken, ist eines der wichtigsten Prozesse, den wir in der Heilung machen können. Denn der Selbstwert ist auch der Antagonist zur Empathie. Viele leiden, du kannst da glaube ich auch ein Liedchen von singen, viele leiden darunter, dass sie sehr viel fühlen, sehr viel empfinden und nicht genau wissen, ist das meins, ist das nicht meins, was soll ich jetzt eigentlich damit machen, muss ich irgendwas damit machen, wo kommt es her und wo geht es hin und wie werde ich vielleicht auch ganz schnell wieder los, weil eigentlich stört es mich. So. Wer so empfindet, und das sind nicht wenige, kann davon ausgehen, dass der Selbstwert gelitten hat. Denn der Selbstwert würde wie eine ganz klare Linie ziehen und sagen, okay, das bin ich und alles in mir ist wertvoll und kostbar und fühlt sich deswegen auch gut an. Und alles sozusagen Schlechte von außen darf auch mal ran. Ich kann das auch fühlen und empfinden, aber nur so lange, wie ich das möchte. Und dann gebe ich sozusagen an die Außenwelt wieder zurück. Die Innenwelt ist heilig. Die Innenwelt ist wertvoll und kostbar. Die ist dadurch auch in ihrer ganzen individuellen Form und Farbe auch immer makellos. Also sie kann gar nicht was anderes sein als perfekt. Gerade wo sie nicht perfekt ist, ist sie perfekt. Gerade wo sie nicht perfekt ist, drücke ich etwas Individuelles aus oder ist sie ganz individuell gestaltet, ja, wie jede Wohnung anders aussieht. In dieser Empfindung sind wir sehr gut geschützt, sind wir ganz bei uns, wir haben eine starke Resilienz, die Dinge des Lebens passieren, aber sie greifen uns nicht sonderlich an und wir sind sehr klar in der eigenen Empfindung und Wahrnehmung und wir sind auch sehr empathisch. Da geht die Reise hin, das kann ich nur jedem empfehlen, für sich selbst zu entwickeln. Und ich sage es nochmal, das Wichtigste, was wir dafür aufbauen können, ist der eigene Selbstwert. Weil er sozusagen die Gegenkraft, wie einen Gegendruck, einen positiven Gegendruck bildet zu dem, was von außen vielleicht Negatives auch die ganze Zeit übereinströmen will. Was wir empathisch fühlen, ohne innerlich eine Lösung dafür zu empfinden. Ich hoffe, das bringt schon ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Ja. Wie geht das jetzt ganz konkret? Ich kann vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Die simpelste Methode, die ich jedem empfehlen kann, gerade wenn die eigene Gefühlswelt ihn oder sie überfordert, ist die Aufwertung der eigenen Gefühle. Denn da hapert es am meisten. Nehmen wir jetzt mal Ängste von mir aus. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, kann ja vielleicht ein bisschen Ängste wecken. Dann, wenn ich die Angst empfinde, die Angst kommt heran und belastet mich vielleicht ein bisschen, macht mein Herz kalt oder bedrückt mich oder macht mich nervös, dann kann ich davon ausgehen, ist die Angst in diesem Augenblick ja ein negatives Gefühl für mich. Negative Gefühle existieren aber in Wirklichkeit gar nicht. Sie sind nur durch eine Wertung entstanden, eine Abwertung, die aus der Kindheit kommt. Wenn ich meine Angst ausdrücken würde und dürfte und könnte, dann würde sie vielleicht erstmal ganz groß werden, wie eine Riesenwelle, aber auf der kann man auch surfen, mit der kann man sogar Spaß haben und dann geht die auch wieder weg und alles ist wieder ganz glasglatt und ruhig. Also kurzum, ich werte die Angst auf, ich sage, sie ist willkommen, sie ist wertvoll und kostbar, sie ist wichtig, sie ist eine ganz wichtige Energie, eine ganz wichtige Empfindung und in diesem Augenblick wird sich die Angst sozusagen auch wieder legen und wie eine Welle ruhiger werden und abebben und danach ist wieder Frieden. Also die Aufwertung der negativ empfundenen Gefühle ist ein ganz wichtiger Prozess, den jeder gestalten kann. Das ist nämlich sehr simpel, man kann einfach Selbstgespräche führen, in Anführungsstrichen. Man kann zu der Empfindung, die man gerade hat und an der man leidet, sagen, ich gönne dir alles, was du brauchst, wertvoll und kostbar zu sein. Schön. Und das wie ein Mantra, immer wieder. Ich gönne dir alles, was du brauchst, wertvoll und kostbar zu sein. Und so bringen wir diese Wertschätzung in die Innenwelt hinein, die uns eben am meisten genommen wurde, ich sage es nochmal, und schaffen dadurch einen positiven Gegendruck zu dem, was uns vielleicht belastet oder bedrückt. Super. Möchtest du an der Stelle, du hast eine tolle Gabe und die möchte ich unserem Publikum nicht vorenthalten, dass du
binnen Sekunden die Energie und den Gesundheitszustand eines Wesens erfassen kannst. Und Kraft des Gesetzes unseres Universums, der Anziehung und der Resonanz, gehe ich stark davon aus, dass viele dabei sind, die das gleiche Lied singen können wie ich oder wir. Ja. Ich stelle mich dir gerne zur Verfügung. Ah ja, okay, gut. Also soll ich mal scannen sozusagen, ja? Gut, das kann ich gerne machen, Jennifer. Dann lass mal schauen. Also ich fange gerne mal an, dich zu beschreiben. Es ist ja vielleicht generell interessant, wie ich überhaupt energetisch wahrnehme. Genau. Weil es, wenn Sie mal begriffen haben, wie das geht, können es auch oder können vertrauen einfach dem eigenen mehr. Ja? Also wenn ich dich anschaue jetzt energetisch, dann das Physische ist für mich dann sozusagen wie aus Glas. Das blende ich quasi wie aus oder ich gucke hinein, gucke hindurch. Also es geht auch darum, sozusagen wie in dich hineinzuschauen, also auch in den Körper hineinzuschauen, das Physische nicht so ernst zu nehmen, sondern das, was du sprichwörtlich ausstrahlst, deine Energie, die ich wahrnehme. Da wir jetzt räumlich voneinander getrennt sind, spielt das überhaupt keine Rolle, weil ich spüre deine Präsenz hier in diesem Raum genauso stark, als würdest du gerade vor mir sitzen. Mhm. Je mehr man sich dafür öffnet, dafür sind wir wieder beim Thema Empathie, je mehr man das sozusagen aufmacht, desto klarer strömt und strahlt das einem entgegen. So, wenn ich dich anschaue, ist also interessant vielleicht, dass das, was dich am meisten bedrückt, nicht auf der Herzebene ist, sondern tiefer sitzt. Und jetzt momentan zum Beispiel, vielleicht kannst du das auch ein bisschen nachempfinden, ein leichtes Druckgefühl im Unterbauch erzeugt. Dieses Druckgefühl im Unterbauch ist für mich dunkel. Das ist, heißt immer, wenn Energien dunkel sind, sind sie unterdrückt. Also man will die nicht leuchten lassen, man will sie nicht sich ausdrücken lassen. Und dieses Dunkle sieht so leicht oval aus, ist wie so eine dunkle, schwarze, ovale Form, ein bisschen wie so eine Hagebutte. Diese Form ist eingebettet in eine rote Energie, die eigentlich gar nicht ins Vitalchakra gehört, denn das Vitalchakra sollte orange sein. Das heißt also, hier haben wir eine Energie, die eigentlich ins Wurzelchakra gehört und auch diese Blockade, dieser dunkle Teil in der Mitte des Vitalchakras, kommt offensichtlich vom Wurzelchakra, hat seine Wurzel, wenn man so möchte, ins Wurzelchakra. Das bestätigt sich auch dadurch, dass eine kleine, wie so eine Nabelschnur runterführt bei dir ins Wurzelchakra. Von dieser ovalen Form geht eine, wie so eine Nabelschnur runter ins Wurzelchakra und hat dann da seinen Ursprung. Was ist das? Das ist jetzt die spannende Frage. Du könntest es sogar fühlen oder tasten, wenn du dir vorstellst, dein ganzer Körper ist wie aus Luft und du schöpfst wie durch den Unterbauch hindurch und nimmst das Druckgefühl, das du in dir empfindest, im Geist in die Hände, hättest du genau diese ovale Form. Die ist, wie gesagt, dunkel und das kann ich jetzt nur sagen aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung. Man könnte jetzt einfach sagen, es ist eine Blockade oder so, ja, zunächst mal, aber es ist ein Trauma. Das ist also ganz frühkindlich in der Säuglingsphase entstanden und ich gebe einfach mal weiter, wie dieser Teil von dir spricht. Ja, das finde ich auch ganz spannend, dass das mehr populär wird. In anderen Ländern ist das schon bekannter. In Deutschland widerstreben sich die Kräfte da sehr, das mal anzunehmen und wahrzunehmen. Weil so wie wir unsere eigenen Gedanken hören oder hören, was unser Herz sagt und spricht, so kann man auch Blockaden, also den zuhören und den lauschen. Noch genauer ist es sogar so, dass wir selber, wenn wir jetzt aus einer Wut heraussprechen oder aus einer Angst heraussprechen, genauso gerade reden wie diese Anteile in uns. Also es ist wie so Apps, die wir aktivieren oder wie so Pop-Ups, die wir anklicken und dann reden wir selber so. Also kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen auf die Stiche kommen, aus welcher Energie spreche ich eigentlich gerade? Weil die Energie, aus der ich spreche, die pushe ich natürlich auch immer. Ja? Zu der sage ich ja konstant, ja, das ist genau richtig, was ich gerade sage. Und dann verstärke ich diese Energie ja auch. Ja? Mhm. Ja? Aus Herzen zu sprechen, aus der Liebe zu sprechen, ist deswegen so wichtig, weil dann verstärke ich diese Energie. Ja? So, jetzt wollen wir mal sprechen, wie diese Blockade, dieses Trauma in dir spricht. Und dazu kann man so reingucken sozusagen, dann öffnet sich das ein bisschen wie so eine Blume. Sieht nicht hässlich aus, also es ist immer ganz schön, es sind immer so schöne geometrische Formen. Es ist du als Säugling, als ganz kleines Baby. Und so, ich gebe das mal einfach ungefiltert weiter, ich channel das quasi jetzt mal und gebe das einfach mal so weiter, wie das sozusagen kommt. Das ist immer am besten, wenn ich das am wenigsten filtere. Und dann würde dieser innere Säugling in dir also sagen, ich bin ganz allein, ich kann mir selbst nicht helfen, alles, was ich tue, reicht nicht aus, ich bin einfach nicht gut genug, sie lässt mich liegen, sie lässt mich im Stich. Mit sie ist die Mutter gemeint. Sie hat mich liegen lassen, ich war ihr wohl nicht gut genug. Alles, was ich mache, reicht nicht. Sie spürt mich nicht, sie kann mich nicht fühlen.
Und ich kann mich auch nicht fühlen. Ich kann mir nicht das geben, was ich wirklich brauche. Alles, was ich mache, reicht nicht aus. Ich bin nicht gut genug für sie. So, und dann, es wiederholt sich ein bisschen. Das ist die Hauptempfindung. Also, und das ist so typisch, dass ich das mal wirklich hier auch betonen möchte. Das ist ja ganz interessant, dass das eine ganz uralte Empfindung in dir ist, aus der du auch bis heute quasi Energie ziehst, aber eben in Anführungsstrichen, ja, in Anführungsstrichen dunkle Energie, also Energie, die dich ein bisschen runterzieht oder die dich vielleicht auch ängstlich macht oder dich klein hält. Das ist quasi der, ja, das ist der dunkle, angeknackste Selbstwert des inneren Säuglings. Da hat es schon angefangen. Ja? Ich bin es nicht wert, wenn eine Mutter mit mir in Kontakt tritt. Und es ist verdient, dass ich allein und im Stich gelassen werde und isoliert bin. Ja, ja, das haben viele, viele, viele Menschen haben das in sich. Ja? Und das zu wecken und jetzt wirklich zur Blüte zu bringen, wie du es vielleicht auch schon spürst, nur weil man dem mal zuhört, merkst du das, dann tut sich was. Ja? Dann geht das Gefühl der Mutterbauch wird weicher, wird wärmer, wenn man sagt ja, man sagt ja dazu. Ja? Das ist bereits beginnende Heilung. Jetzt sagt man ganz bewusst ja dazu, es darf sprechen, es wird gehört, es darf sein. Und das Faszinierende und immer wieder Schöne, deswegen mache ich seit all den Jahren meine Arbeit immer wieder gerne, es wird schön, es wird ein schönes Gefühl, es öffnet sich und es ist auf einmal, das Trauma blüht. Das Trauma blüht und ist eine Blume und auf einmal bereichert es einen, weil es ja das zurückschenkt, was man damals verloren hat, was damals unterdrückt wurde, das zeigt sich und darf sich zeigen und auf einmal kehrt dieses Schöne, dieser kindliche Selbstwert, ich bin es wert, gesehen zu werden, kehrt zurück. Und dadurch auch dieses Gefühl, ah, ich darf zu mir selber stehen, egal was die gemacht oder nicht gemacht hat, die Mutter, völlig wurscht, ich darf zu mir selber stehen und bekomme dieses schöne, tragende Gefühl zurück, so dieses Wow, ja, dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbst, ja, dieses Selbstvertrauen auch, was da drin steckt. Auf einmal kehrt das zurück und Schatten wird Licht. Schön. Krass. Mhm. Nicht wahr? Ist immer wieder gut. Und es ist so simpel, man einfach nur darauf zugehen. Einfach darauf zugehen, es auch hegen und pflegen, es wertschätzen. Eine der wichtigsten Dinge. Ja, das Interessante ist ja, wenn ich meine, ich kenne mein Leben. Ja, was ich nicht kannte, ist, dass so frühkindlich, ich hatte in der Vorstellung, konnte ich mir das schon vorstellen, aber es zieht sich bis heute, diese Thematik. Ja. Das ist das. Ja, also Traumata führen zur Wiederholung, zur Reinszenierung, sagt man auch. Man kann aus einem Trauma direkt heraus leben und handeln, das ist so. Und vielleicht hat das ja sogar seinen Grund, dass du genau deswegen auch diesen Kongress gestaltet hast oder so, ja, dass das ja so thematisch gut zusammenpasst. Oder diese Blockade jetzt gerade so aktiv ist. Wir könnten ja auch über andere Blockaden reden, die jetzt gerade nicht aktiv sind. Also die ist vielleicht gerade so aktiv, weil es gerade in dieser Resonanz ist. Und es ist ja wunderschön, dass die sich jetzt auch gerade so transformiert, stellvertretend für all die Blockaden vielleicht deiner Teilnehmer dann bei dem Kongress, die sich dann auch transformieren dürfen. Also das ist doch wunderbar. Also es ist genau das. Also wir reagieren mit dem Innen, mit der Innenwelt auf die Außenwelt. Und nochmal, weil die Außenwelt früher, negativ reagiert hat auf unsere Innenwelt, reagieren wir jetzt negativ in der Innenwelt auf die Außenwelt. Mhm. Nehmen wir, ich weiß, das ist ein krasses Thema, aber nehmen wir jetzt Corona und die Prozesse gerade in der Welt, die machen große Angst und es sind sogar Psychosen gerade, die überall aufploppen bei den Leuten, weil die wirklich schwierig damit umgehen können. Aber es ist ja auch was ganz Großartiges, was gerade passiert. Im Grunde kann ich auch mal positiv darauf reagieren und sagen, wow, das ist ja fantastisch. Wir sind an einer Sollbruchstelle angekommen, in ein völlig neues Zeitalter. Und das Alte, das gehört halt dazu. Wir haben in unserem westlichen Kulturkreis, haben wir das nicht so. Im Indischen kennen wir Shiva als die Göttin der Zerstörung und wo das eben auch etwas Göttliches ist, die Zerstörung oder das, was sozusagen, wenn was stirbt, was Altes stirbt, damit das Neue geboren werden kann. Und genau das passiert ja gerade. Das ist ja eigentlich ist ja fast schon Grund zum Feiern. Also zu sagen, so, das ist ja was ganz Großartiges, was passiert. Ja? Und in dem Moment, wo man das innerlich mal so empfinden kann, ist man natürlich auch viel stärker immun
gegen all das, was dann draußen passiert. Wie gesagt, der Innendruck, ja, gegen den Außendruck. Und die Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung ist immer die Lösung dafür. Ich kenne bis heute nichts Besseres als das, um sich da wirklich zu puffern, um da Resilienz zu entwickeln und um eben nicht nur nicht negativ zu reagieren, sondern vielleicht sogar positiv auf das zu reagieren, was sich als Herausforderung einfach gerade zeigt, weil wir daran wachsen. Evolution ist nichts anderes als das. Es ist eine ständige Adaption und es gehört zur Adaption dazu, dass das Alte stirbt und das Neue dann besser und angepasst ist an das. Und wir so konstant aus den Fehlern, in Anführungsstrichen, auch lernen. Und deswegen sind es gar keine Fehler. Ich mag das Wort Fehler gar nicht, sondern es sind im Grunde alles Wachstumschancen. Mhm. Man hat nichts falsch gemacht. Man ist nur noch nicht genug gewachsen. Es ist noch nicht stark genug geworden. Und es darf stärker werden. Mhm. Diese Herausforderungen, die wir momentan haben durch diese ganzen Maßnahmen und dem Virus und was auch alles immer dahinter steht, wie gehst du persönlich damit um? Wie mit welcher Haltung oder mit welchen Sätzen, Gefühlen, was bringt dich kontinuierlich immer wieder auf die Bahn sozusagen, die positive Schiene? Ich muss gestehen, ich habe mich schon auch sehr zurückgezogen. Ich lebe ja auch gerne im Wald. Also das jetzt nicht dieser Wald, das ist ein künstlicher, sondern im echten. Und lebe dann halt dort sehr, sehr glücklich und zufrieden, weil ich dann so bin dann wirklich raus. Also ich habe auch monatelang zwischendurch mal vergessen können, dass man überhaupt eine Maske tragen muss. Dann bin ich dann in die Stadt gefahren und habe dann glatt eine Maske vergessen, musste umdrehen und mir eine Maske holen. Also weil ich das einfach wunderbar ausblenden konnte. Das ist jetzt das Glück, das ich habe durch die Lebenssituation. Und das war auch am Anfang nötig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will jetzt nicht so tun, als hätte mich das alles völlig kalt gelassen oder warm gelassen, so nach dem Motto, ja super, Krise, ja, so natürlich nicht, vor allem, da ich auch wirklich Freunde verloren habe, also jetzt nicht, wenn sie an Corona gestorben sind, sondern weil die sich so Dulle haben machen lassen, dass sie die Wohnung nicht mehr verlassen wollten und einen habe ich jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen, ja, und der glaubt halt bis heute, dass der Virus gefährlich sei, was ich persönlich eben überhaupt nicht glaube. Diese Spaltung in der Gesellschaft, die ist natürlich auch nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Und insofern muss man schon sagen, okay, diese Trigger sind einfach da, diese Reize sind da und dass die Gesellschaft auseinanderbröselt, das kann man nicht ignorieren. Und darauf muss man jetzt auch nicht immer super positiv reagieren oder so. Das wäre ja ein Überzuckern der bitteren Pille. Nein, es geht darum, die innere Haltung zu entwickeln, was macht das mit mir? Und darauf reagieren und das annehmen als das eigene, immer als das eigene. Wie die Innenwelt auf die Außenwelt reagiert, hat immer 100% mit mir zu tun. Das ist die Selbstverantwortung, in die wir gehen können, um dann das zu transformieren, was sich als Schatten in uns zeigt. Und das gilt für mich genauso wie für alle anderen. Und wo ich natürlich stark in Resonanz gegangen bin, jetzt im Schatten, nicht im Licht, ist eben das Fehlen von Empathie, dieses wirklich, wo ich spüre, die Gesellschaft erreicht einen psychopathischen Grad, wo die Propaganda griff, dass die Kinder jetzt verantwortlich gemacht werden sollen, wenn die Oma stirbt. Das lief ja, das war wirklich eine Werbeslogan. Das war ja wirklich Werbung, die quasi lief durch die Medien. Also Kinder, bitte, ihr müsst alle brav Maske tragen. Wenn Oma und Opa sich infizieren und die sterben, dann ist es eure Schuld. Ja. Und furchtbar, was man da auch dieser ganzen Generation gerade antut, welche Ängste, die da eingetrichtert gerade werden, die noch lange Jahre halten. Also ich habe immer wieder auch gesagt, selbst wenn morgen früh alle Corona-Maßnahmen beendet werden, die Ängste, die da eingepflanzt wurden, die werden noch Jahre brauchen, bis sie sich gelöst haben aus den Menschen. Das ist sehr traurig, also das ist so. Das hat was mit mir gemacht, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man Verantwortung übernehmen muss, sozusagen über diese eigenen Gefühle. Und auch wenn ich denen Wertschätzung entgegenbringe, ich aus dem Schatten Licht mache und ich dadurch eben nicht mehr negativ auf das Negative reagiere. Denn das ist auch ein Prinzip, was ich zu 100% unterschreiben möchte und kann. Wenn man mit Schatten auf den Schatten reagiert, kann man kein Licht gebären und kreieren. Mhm. Schatten und Schatten gebiert Schatten. Das heißt, auch mit meinen Freunden zum Beispiel, wenn ich dann negativ reagiert habe auf deren negatives Verhalten, hat das nirgendwo hingeführt, wo es schön ist.
Es ist immer gut, mit Licht auf den Schatten zu reagieren und immer mit dem Wissen auch, dass der Schatten ja einfach quasi nur schwarzes Licht ist, dass der Schatten ja einfach nur ein dunkles Licht ist, dass im Schatten das Licht glüht und zur Blüte kommen möchte. Und wenn ich ihm sozusagen diesen Blick vorenthalte, diesen segensreichen, heilvollen Blick, wenn ich den Schatten betrachte als etwas Negatives, was weg muss, dann schade ich ja nur dem Schatten und mir selbst. Aber wenn ich darauf achte und darauf blicke als etwas Schönes, das sich zeigen und gebären möchte, das sozusagen zu etwas Lichtvollem, zur Blüte sich selbst bringen möchte, dann kann es sich transformieren und dann kann es eben auch positiv werden. Kannst du da ein bisschen näher... Das gilt für uns im Inneren wie für die Außenwelt. Mhm. Kannst du da vielleicht noch ein Beispiel zu bringen, was du wahrgenommen hast im Außen an Schatten und wie du dann nicht diese Negative oder das Dunkle unterstützt, sondern das Lichtvolle, das Heilige unterstützt hast? Also ich erinnere mich an eine Szene im Supermarkt, wo ich einkaufen musste. Und dann brüllten sich zwei Männer vorne an der Kasse an, weil der Abstand nicht eingehalten wurde. Und ich habe mir das angeschaut, ich stand so 2 Meter dahinter und die waren kurz davor, sich zu prügeln, weil der eine hatte so die Maske an und hatte offensichtlich Angst und nahm das alles sehr, sehr ernst und der andere war ihm zu dicht auf die Pelle gerückt. Mhm. Und dann eskalierte das komplett und die schrien sich dann irgendwie an. Und da dachte ich auch, meine erste Reaktion war so, hoppala, meine Güte, drehen die Leute alle durch, ja, das ist ja furchtbar. Und dann im nächsten Schritt dachte ich mir, gut, was kann ich jetzt vielleicht auch tun? Und dann dachte ich, die Wut des Mannes, die ja offenkundig war, ist keine Wut, sondern eine ganz große Trauer, gepaart auch natürlich mit einer Angst. Also es ist natürlich die Angst vor dem Tod, deswegen will er sich schützen, deswegen sollen die alle Abstand halten, ja. Und es ist da dahinter, nochmal hinter der Angst, ist eigentlich eine ganz große Trauer, nämlich ein Verlust. Er hat einen Verlust erlebt offensichtlich und den nicht verarbeitet und deswegen kann er mit dem Tod auch nicht umgehen. Und da dachte ich mir, vielleicht kann ich ja irgendwie ein bisschen Wertschätzung einfach dieser Trauer senden, damit er sich beruhigt. Ob das dann geholfen hat, will ich mir jetzt nicht einbilden, aber es hat auf jeden Fall, die Situation hat sich dann beruhigt und es ist dann irgendwie auseinandergegangen. Aber das ist vielleicht einfach mal so zum Zeigen. Also ich sage immer, wenn man etwas hundertprozentig verstanden hat, dann kann man es auch immer verzeihen. Wenn man eine Situation wirklich durchleuchtet hat, dann ist sie normalerweise auch verzeihlich. Weil es nichts Böses gibt in der Welt. Und doch gibt es böse Taten. Mhm. Und wie entsteht das? Das Licht wird Schatten und der Schatten kann sich dann aufbauschen zu noch mehr Schatten. Aber im Kern ist es eben immer Licht. Und das heißt also, wenn ich etwas wirklich die Schichten durchdrungen habe und es wirklich verstanden habe, komme ich immer zu etwas Gutem. Komme ich immer zu etwas Gutem. Und nie zu etwas wirklich final Bösem oder schlecht Gemeinten. Und diesen Blick zu bewahren, ist, glaube ich, wichtig, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Kann es auch mit den Bewertungen zusammenhängen, dass wir das als schlecht einfach bewerten? Unbedingt. Also so sind wir ja schwarz-weiß, denken wir, gut, schlecht denken wir und wir bewerten auch, um uns zu profilieren. Wenn ich eines der größten Momente in der Entwicklung des Selbstwertes ist ja die Gleichwertigkeit, nicht die Höherwertigkeit. Mhm. Ein gesunder und stabiler Selbstwert ist uns allen gleich. Das ist also eine ganz, ganz flache Hierarchie. Wir wurden aber ja sehr stark pyramidal hierarchisch erzogen, mit oben und unten. Und wie soll ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Minderwertigkeitsgefühl habe und ich möchte deswegen ganz besonders toll und schön und gut sein, das bringe ich ja nicht überein mit einer Gleichwertigkeit. Deswegen muss ich dann besser sein und ich muss jetzt sozusagen auch besonders was besonders Tolles sagen und was besonders Großartiges getan haben. Und da sind wir gefangen. Schon hat es einen. Schon handelt man eigentlich aus dem Schatten heraus und nicht aus dem Licht. Weil man jetzt versucht, über die Wertung herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht. Ja? Wie kann ich was richtig machen, wie kann ich was nicht richtig machen. Ja? Und das ist das Muster, was bei ganz vielen Leuten greift, dass sie eigentlich gefangen sind, sozusagen, weil sie ein Ziel haben, was sie erreichen möchten. Nämlich über etwas, was man im Außen tut, das Innere wieder befreien. Ja? Das ist nicht schlau. Befreien wir doch lieber das Innere,
Und plötzlich ist das Außen im besten Sinne egal. Und es stellt sich die Gleichwertigkeit ein, die die beste Wertigkeit von allen ist, wodurch wir eben auch nicht mehr werten müssen in diesem ursprünglichen Sinne und Denken, wo es dieses besser, schlechter, falsch und richtig und so, das gibt es da nicht mehr. Und das ist das, was wir innerlich entwickeln können, wenn wir den Selbstwert entwickeln, dass wir zurückfinden zu einer göttlichen Gleichwertigkeit und dadurch auch Gleichwürdigkeit der Dinge. Alles hat gleiche Würde. Alles ist gleichwürdig. Und wenn wir das entwickeln können, dann hört dieses Schwarz-Weiß-Denken sehr stark auf. Der kleinere Schritt ist, dass wir eben die Wertungen hinten anstellen, weniger werten. Aber das ist nicht so leicht, wenn man drinsteckt. Also ich empfehle immer, also man kann gedanklich, man kann mental ein emotionales Problem schwer lösen. Aber man kann eben diese Sätze benutzen. Man kann sagen, ich gönne dir alles, was du brauchst, wertvoll und kostbar zu sein. Wertvoll und kostbar ist ja ein Gefühl, was ich einstellen kann, weil ich jetzt in Resonanz gehe mit diesem Gefühl. Und das ist eine solche Bewegung, also wie ein Schöpfen. Ich schöpfe die Wertschätzung und gebe sie dem Schatten. Ich schöpfe die Wertschätzung und gebe sie dem Schatten. Und mein Gedanke, dieser Satz, dieses Mantra, was ich sage, ich gönne dir alles, was du brauchst, wertvoll und kostbar zu sein, ist quasi genau diese Mühle sozusagen, die sich dreht, um das Wasser zu schöpfen, ja, diese Wertschätzung zu schöpfen. Und dadurch kann ich umverteilen, ja, und die Wertschätzung dorthin schöpfen, wo sie am meisten gebraucht wird. Und die ist beim Schatten. Deswegen ist es immer spannend, sich zu fragen, woran leide ich? Und dem, woran ich leide, genau dem die Wertschätzung zukommen zu lassen. Mhm. Und dann stellt sich ein ständiger Transformationsprozess ein. Wenn ich das, woran ich leide, aufwerte, wird der Schatten heller. Und das, was er mir an Botschaft geben will oder was auch immer, was ein Geschenk ist, kann er mir schenken. Und dadurch wird der Schatten Licht und Heilung tritt ein. Geht es dabei, wenn ich dieses Mantra, also ich habe das schon geistig durchgespielt mit dem benannten Thema, was du eben quasi aufgedeckt hast, ja. Geht es da auch um eine gewisse Absichtslosigkeit oder was legt sich dann noch mit dazu, wenn du sagst, geh dieses Mantra, schöpfe die Wertschätzung? Ich denke, diesen Satz einfach zu sagen und den wirklich wirken zu lassen, das ist eigentlich der wichtigste Schritt. Mhm. Und dann einfach mal gucken, was passiert, weil es passiert ja auch immer irgendwas anderes. Es kann auch mal sein, gestern habe ich einen Schatten transformiert vielleicht und dann hat sich das in schöne Blumen aufgelöst und war ein ganz tolles Gefühl. Heute bedrückt mich irgendwas anderes und ich gebe dem Wertschätzung und das wird eher schlimmer. Es wird wie ein stärkerer Schmerz. Und jetzt denkt man sich natürlich als Laie oder als Anfänger, ja, puh, jetzt habe ich was falsch gemacht, das fühlt sich aber gar nicht gut an. Soll ich jetzt weiter wertschätzen? Es wird ja immer schlimmer, Hilfe. Ja? Es wird nie schlimmer. Das ist auch ein wichtiger Satz. Es wird nie schlimmer. Es zeigt sich nur so schlimm, wie es die ganze Zeit über ist. Mhm. Im energetisch-emotionalen zu 100%. Die Gefühle sind alt, die Kränkungen sind alt. Wo soll denn plötzlich so ein Schmerz herkommen aus dem Nichts? Das geht gar nicht. Das kommt von unten hoch. Oder es wird geschält wie eine Zwiebel und in der Mitte liegt der Nerv blank, liegen sprichwörtlich Nerven blank und der Schmerz liegt blank wie eine Zahnwurzelbehandlung, nur bei der Seele, eine seelische Zahnwurzelbehandlung, eine Brustmahlzeit. Tut weh. Ja, klar. So, aber ich bin da dran gekommen und das ist positiv, weil ich die ganzen anderen Schichten gewertschätzt habe. Das ist schwer dann zu halten, weil man sich sagt, jetzt tut es weh, ich will, dass das weg ist und ganz schnell aufhört. Ja. Aber umso mehr Wertschätzung, der Schmerz ist ja das, was wir am meisten flüchten. Und der Schmerz ist sehr negativ gewertet. Schmerz assoziieren wir mit Krankheit, Schmerz assoziieren wir mit Tod, Schmerz assoziieren wir mit Trennung und Spaltung, Zurückweisung, Erniedrigung. Das ist für uns Schmerz. Kein Wunder, dass der so negativ gewertet ist. Ich sehe es ein bisschen wem anders. Denn, ja? Wenn der Schmerz wertvoll und kostbar ist, dann kann er uns seine Botschaft zeigen und offenbaren. Und dann wird der Schmerz etwas, was ich eben auch transformieren kann und was heilen kann. Ja. Deswegen auch hier, den Schmerz wertschätzen, ja, den Schmerz wertschätzen, damit er sich verändert und transformiert. Mhm.
Für mich ist der Schmerz immer wie so ein ein Augenzeig. Hier, schau hin, nimm mich wahr. Absolut. Und ich bezeichne ihn auch als Heilungsschmerz. Schmerz, wenn ich Ja. Schmerz empfinde. Also es tut sich was, sozusagen. Ja. Ja, es ist einfach die ultimative Botschaft an uns, hier musst du hinschauen. Ja, ja. Also das ist jetzt wichtig. Das kannst du nicht ignorieren. Ja, oder wenn du es ignorierst, dann wird er schlimmer, ja, wird er stärker und wie eine Alarmanlage bimmelt noch lauter. Genau, ja. Aber es ist ja ein Schritt, es ist wirklich ein großer transformativer Schritt, wenn ich akzeptiere, dass der Schmerz etwas Positives sein darf, dass er sich überhaupt zeigen darf und dass er sich zeigt, wertvoll und kostbar ist. Weil die alte Haltung wird immer sein, okay, kann er nicht ganz schnell weg oder was muss ich jetzt tun, damit er verschwindet? Ja, die Anteile habe ich auf jeden Fall auch. Und ich hatte auch schon Situationen, wo ich dachte, um Gottes Willen, das ist nicht auszuhalten. Da ist so ein krasser Schmerz. Wie würdest du sagen, kann man dann damit umgehen? Also wenn es wirklich, ich weiß nicht, ob das was mit Traumata zu tun hat, aber wenn es so übermannend wird und wo du ja nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Kenne ich alles. Also ich hatte auch so Gefühle wie so glühende Stäbe im Körper, also ja, wo man dachte, oder wie so ein brennender Dolch im Bauch und so. Also gibt es alles, ist relativ normal, muss man sagen. Löst sich auf, wenn man sich da dran wagt und einfach sagt, gut, es darf sein. Also nehmen wir mal Worst-Case-Szenario an von mir aus. Dann wäre das eben etwas, wovon man sich wirklich vielleicht sogar bedroht fühlt, weil es organisch sogar Symptome verursacht, dass man sich denkt, jetzt vielleicht habe ich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder so. Jetzt ist es schwierig, sich überhaupt mal zu beruhigen, ja, um in die Wertschätzung zu kommen oder in die Transformation und Heilung zu kommen. Also, dann würde ich immer mal damit starten, dass ich mir selbst den Schmerz beschreibe. Vom Leiden, Erleiden, so, oh, es ist furchtbar, und bewerten, es ist furchtbar, gehe ich in die Beschreibung, dass ich einfach sage, das beschäftigt den Verstand und bringt mich auf eine andere Ebene. Dass ich sage, okay, der Schmerz, der hat was Brennendes, also fast schon, als wäre es heiß, nicht kalt, und vielleicht ist es auch so wie verwurzelt, also wie so wirklich wie so ein Zahnnerv, der getroffen ist, und dann ist da vielleicht noch so ein Dorn, der da rausguckt, und so piekt mich das dann irgendwie, ja. So, aber jetzt habe ich es mir beschrieben und habe dadurch auch ein Stück weit Kontrolle darüber zurückgewonnen, weil ich es nicht einfach nur erleide, sondern ich beschreibe es mir. Und Beschreibung ist auch immer Achtsamkeit und Achtsamkeit ist genau immer schon ein Stück weit auch Wertschätzung. Jetzt kann ich vielleicht hergehen und sagen, okay, und wie geht es mir damit? Jetzt gehe ich in die Beschreibung, ich beschreibe meine Gefühlswelt, ich schäle die Zwiebel, nenne ich das auch immer, also dass ich die Schichten, die mich von dem Schmerz trennen, heile, indem ich es einfach benenne. Also, dieser Schmerz macht mir Angst, weil ich mir denke, da könnte ich jetzt wirklich organisch krank sein. Er macht mich aber auch wütend, weil ich einfach denke, was bildet dieser Schmerz sich ein, jetzt mich hier zu malträtieren? Wer bin ich denn? Ist ja unverschämt, ja? Also, mich hier so zu malträtieren, ist ja eine Frechheit. Und jetzt geht es aber schon los. Immer Minus-Plus-Sätze machen, sage ich, dass es rund ist. Also, ich darf etwas Negatives sagen, zum Beispiel, auch wenn du mir Angst machst, gönne ich dir alles, was du brauchst. Auch wenn ich super wütend auf dich bin und ich dich am liebsten zerquetschen würde wie eine Kakerlake auf dem Tisch, gönne ich dir alles, was du brauchst. Ja? Und so bin ich ehrlich. Ich bin ehrlich auf meiner Seite, auf der Negativseite. Und ich bringe aber auch etwas Ehrliches, Echtes hinein, nämlich die Wertschätzung auf der anderen Seite. Und das macht die Brücke. Das schlägt die Brücke und schmilzt diese Kugel sozusagen schmilzt die Schichten weg, die mich von dem Schmerz trennen und so können wir ihn dann doch transformieren. Das geht manchmal schnell, das geht manchmal langsam, das ist natürlich unterschiedlich. Mir kam jetzt die Frage dazu noch auf, wenn es dann aber angenommen, ich trete in einen Nagel, in einen rostigen oder schneide mir in den Finger, ja, diese Geschichten. Würdest du das völlig davon abkoppeln? Also der physische Körper, die Schmerzen, die kommen und gehen normalerweise relativ flott. Und haben keine innere Motivation, uns zu schädigen oder so. Also die sind schon klar zu unterscheiden zu autoaggressiven Anteilen, die wir mehr oder weniger in uns haben, die wollen, dass der Schmerz bleibt oder uns sogar bestrafen wollen für irgendein Fehlverhalten, das wir emotional gezeigt haben.
Und ein Beispiel dafür ist, das kann man gerne mal auch ausprobieren oder naja, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall, wenn man wandern geht und die Beine brennen oder die Waden brennen und so, dann fühlt man sich ganz glücklich dabei und ist sehr happy oder auch in der Sauna, wenn die Haut brennt und so, weil man denkt, wow, ich mache hier was für mich, das ist ein toller Schmerz. Der Schmerz ist ein Beweis dafür, wie großartig das gerade ist, was ich erlebe und mache. Und die Wertung entscheidet also ganz stark darüber, ob auch Endorphine im Gehirn ausgeschüttet werden oder nicht, jetzt beim physischen Schmerz. Deswegen auch hier, die Bewertung ist ganz elementar beim Schmerz. Und die Selbstwirksamkeit, sagt man. Also habe ich Kontrolle über den Schmerz. Denn beim Wandern fühle ich mich, ich fühle mich jetzt von den brennenden Waden nicht traumatisiert, weil wenn die mir wirklich zu viel werden, setze ich mich halt hin und massiere mir die Waden ein bisschen und dann, ich habe Kontrolle über den Schmerz. Ich kann sagen, so, jetzt reicht es mit dem Brennen, ich mache mal Pause. Das ist bei einem seelischen Schmerz anders. Den kann ich eventuell nicht kontrollieren. Der kontrolliert mich. Das ist eine ganz andere Situation. Das ist genau Trauma. Und es ist auch traumatisierend. Also ein Trauma entsteht ja immer durch Verlustkontrolle. Also Kontrollverlust, so rum. Also der Verlust der Kontrolle. So entstehen Traumata. Und natürlich werde ich diesen Verlust der Kontrolle im Kontakt mit dem Trauma und dem Schmerz, der damit verbunden ist, wieder neu erleben. Ich werde mich wieder ohnmächtig fühlen diesem Schmerz gegenüber. Darum ist es so wichtig, wieder die Kräfte zu nutzen, die uns in die Heilung bringen, also die Selbstwirksamkeit verstärken, sagen, ich mache das irgendwie auf einer wie auch immer gearteten Ebene, ja, bin das auch ich. Fühlt sich gerade überhaupt nicht so an vielleicht, aber ist so, weiß ich ja, durch die anderen Blockaden, die ich schon geheilt habe, kenne ich diese Erfahrung. Das bin also irgendwie auch ich. Selbst brauche ich mich nicht wehren, ja, mich selber brauche ich nicht wegdrücken. Ich will ja ganz sein. Heilen bedeutet ja ganz sein. Also Heilung entsteht, wenn wir wieder ganz sind. Und das heißt, dieser Teil ist ein Puzzlestück in dem Bild meiner Seele. Ich muss dieses Puzzlestück also wieder einfügen, damit mein Bild vollständig ist, damit ich wieder ganz bin. Und dafür muss es nicht wehtun. Ja, und jetzt beginnt also auch wieder der Heilungsprozess. Wir hatten eben noch die Kinder. Also mir kommt das gerade, dass die ja so krass unter Druck gesetzt werden gerade, ja. Möchtest du da vielleicht noch was sagen, was wir tun können, um auch unseren Kindern zu ja eine Unterstützung zu sein in der Situation? Weil die sind ja eigentlich Ganz schon so allgemein. super bewusst, ja. Ja, genau. Ja. Also, was ich halt sehr stark sehe, ist auch ganz konkret, dass weil die Schulen ja auch ausgesetzt wurden und teilweise man auch nicht ja in die Uni gehen durfte, dass viele eben wirklich immer noch am alten Bild der Gesellschaft festhalten und verzweifelt versuchen, eben das alte Schulsystem eigentlich dem noch gerecht zu werden, auch eben die Uni, dass man dann doch irgendwie den Stoff nachholt und ich habe meine ältere Schwester hat ja Kinder und da erlebe ich das eben auch gerade eins zu eins mit. Und da kann ich eben nur betonen, wie wichtig das ist, die Kinder im Grunde auf mehreren Ebenen auch physisch auf die neue Zeit vorzubereiten, wo es definitiv in diesem alten Angestelltenverhältnis auch gar nicht mehr weitergeht. Das heißt, wir bilden ja die Kinder auch aus für eine Gesellschaft, die jetzt bald gar nicht mehr so existieren wird. Und das Wichtigste für das Kind ist die intrinsische Motivation. Jedes Kind bringt etwas mit in diese Welt, was wie ein Geschenk ist für diese Welt. Und wenn ich dem Kind helfe, dieses Geschenk zu empfinden und auszudrücken, dann habe ich ihm wirklich geholfen, denn das kann ihm dann nicht mehr weggenommen werden. Und alle, die auch später eine Firma aufbauen oder bekannt geworden sind, die haben ja immer etwas erzeugt oder erschaffen, in die Welt gebracht, was andere dann gemocht haben. Gleichzeitig, obwohl wir das alle wissen und sehen und das dann sagen, das ist ja super, unterdrücken wir bei unseren eigenen Kindern oft diese ganzen Empfindungen und Ideen und diesen kreativen Schöpfungsprozess und sagen, nee, 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 mach genau das, was die Lehrerin sagt. Ist doch viel schlauer, wenn ich dem Kind jetzt sage, gut, pass auf, dein Leben dreht sich einfach mal nur um dich. Und was würdest du machen wollen, wenn Geld keine Rolle spielt? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die sich jeder fragen sollte. Was will ich eigentlich beruflich tun, wenn ich es nicht wegen Geld mache? Geld darf einfach keine Rolle. Und das mal einfach aufschreiben. Es kann sein, ja, dann möchte ich irgendwie Ponyhof leiten oder so. Ja, von mir aus. Ja? Aber einfach mal sich Klarheit darüber verschaffen, was will ich eigentlich? Weil das hat ja dann ganz viel mit einem selber zu tun. Und darauf aufbauen und dann das realistisch machen im Sinne von, gut, wie kann das jetzt Realität werden? Wie kann das auch ein Beruf werden oder eine Firma werden, eine Selbstständigkeit werden? Ja? Und
das ist das, was ich gerade sehr stark jedem der Eltern ist, an die Hand geben würde. Also, dass wir mehr die Kinder fördern und nicht fordern. Und dass eben diese intrinsische Motivation gestärkt wird. Das heißt also, das, was die Kinder in die Welt bringen wollen, dass wir sie dabei unterstützen. Was ist denn dieses Geschenk, was sie in die Welt bringen möchten? Und wie kann das sozusagen dann in heilsame und auch erreichbare Kanäle kanalisiert werden? Wie kann das eben in die Welt gebracht werden in einem realistischen Weg? Jetzt bin ich neugierig, wie du die neue Zeit wahrnimmst oder vermutest, dass sie kommt. Also rein physisch, ich meine, da bin ich ja nicht der Einzige. Ich denke halt wirklich, dass es dass Corona ja nur ein Vorwand ist, zu kaschieren, wie bankrott die Welt einfach ist und die Staatsverschuldung ist explodiert und das wird sie auch weiterhin. Ich sage immer, die Lüge hat sich totgelogen. Also im besten Sinne, wir wurden noch nie so massiv manipuliert als Gesellschaft und als einzelner Bürger und so stark angelogen wie jetzt. Das wird auch einen Punkt erreichen, wo es völlig kippt und irgendwas ganz Neues beginnt. Also das ganze Alte ist so morsch und marode geworden, dass es jetzt wirklich in sich kollabieren wird. Und wir werden eine dann freie Gesellschaft sein, im guten wie im schlechten Sinne. Das müssen wir dann eben fusionieren, damit wir das Beste daraus haben. Das heißt zum Beispiel wirklich eben Massenarbeitslosigkeit. Ich sehe da gar keine andere Möglichkeit, als dass das so wird. Das selbstfahrende Auto wird allein 250.000 Taxifahrer in Deutschland arbeitslos machen und 180.000 Lkw-Fahrer. Und wir sind so kurz davor, wir reden hier von 5 Jahren. Die Umstellung der Straßen passiert ja bereits. Und also allein das würde unser Sozialsystem, wie wir es bisher kennen, in Deutschland völlig zum Kollaps bringen, ohne dass das in irgendeiner Weise von Politikern diskutiert werden würde. Sicherlich auch mit Grund. Und kurzum, also wenn du dich nicht um deine Zukunft kümmerst, dann wird sich jemand anderes für dich darum kümmern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier wirklich mal in uns gehen und uns fragen, was wollen wir? Was ist gut für den einzelnen Bürger, für jeden Einzelnen? Gut für die Kinder, gut für den Erwachsenen? Was ist gut für die Familie? Und was ist eben gut für die Gesellschaft? Und da werden wir zu Modellen kommen, die eben einfach mal komplett antagonistisch sind zu dem, was uns vorgegeben wird, wie die Welt zu sein hat, weil es ja alles alternativlos ist. Und das sehe ich eben wirklich jetzt gerade aufblühen und kommen, dass wir im Grunde an einem ganz magischen Punkt sind, wo es wie heißt, wünsch dir was. Also weil jetzt können wir auf einmal sagen, alle früheren Lügen haben sich totgelogen. Also diese Idee auch so, ja, aber die Umweltschutz, dafür ist kein Geld da. Oder ja, die Schulen umstellen, dafür ist kein Geld da. Es wurden Billionen ausgegeben, nur um unseren Schnupfen zu bekämpfen, den wir Corona nennen. Also auch diese, oder ja, man kann doch nicht einfach mal so die ganze Wirtschaft lahmlegen, um die Umwelt zu retten. Alle Flugzeuge waren auf dem Boden, die sind nirgendwo hingeflogen. Also es ging auf einmal alles. Es ging auf einmal alles, von dem es jahrzehntelang hieß, es geht nicht. Ist ja fantastisch. Das meine ich mit Lüge hat sich totgelogen. Das wird man ja nie wieder den Leuten erzählen können. Ja, das geht nicht, es ist kein Geld dafür da. Das ist ja absurd, weil man hat es ja selber jetzt erlebt, dass es geht. Es geht alles. Man muss es nur wollen. Und man muss es machen. Und das Volk muss sich selbst ermächtigen und sagen, so, jetzt reicht es uns aber hier. Also wir brauchen da keine Stellvertreter des Volkes, die an uns vorbeiregieren und irgendeinen Quatsch da machen fürs Großkapital in Amerika, denn das ist ja das, was gerade läuft. Wir sind der Souverän, also das Volk ist der König und das Volk soll herrschen und regieren. Also braucht es direkte Demokratie, wo wir selber abstimmen können, wo wir über unser Schicksal selbst entscheiden können und wo wir dann eben auch über unser Geld selbst entscheiden können. Und ab da entsteht so eine Entität oder Singularität, wo wir gar nicht wissen können, was dann passiert, weil die Schwarmintelligenz dann greifen wird. Also da werden dann, wenn die Menschen und die Menschheit für sich selbst Entscheidungen endlich treffen darf, ohne dass irgendein Diktator denen sagt, wo es lang geht oder irgendein Konzern denen sagt, was sie zu tun haben. Ab da wird, glaube ich, in Lichtgeschwindigkeit ein Prozess entstehen, der durchweg sozial und dadurch durchweg heilsam sein wird, für uns selbst und für den Planeten. Schön, das wünsche ich mir. Und an dem Punkt stehen wir. Deswegen sage ich, es ist gar nicht so schlecht. Die Zeiten sind gar nicht so schlecht, wie man denken könnte, weil wir an dieser Schwelle stehen. Wir reden nur noch von wenigen Jahren. Und was die Großkonzerne planen und so, es wird alles scheitern. Sie können nicht 7 Milliarden Menschen versklaven. Das kann man eine Zeit lang versuchen und werden es versuchen, aber es wird nicht funktionieren. Es wird einfach nicht funktionieren.
Ja, sehr cool. Und je mehr wir begreifen, was es braucht, damit wir diese Zukunft gestalten können, desto besser. Also miteinander, ja, nicht gegeneinander. Empathie statt Psychopathie. Selbstwert statt Leistung. Und eben echte, authentische Gefühle und nicht mehr diese Fake-Gefühle, nicht mehr diese Fake-News, nicht mehr dieses Falschfühlen in allen Bereichen, sondern dass wir lernen, so wie wir fühlen, fühlen wir immer zu 100% richtig. Das muss nicht positiv sein, aber es ist immer richtig. Man fühlt ja nie falsch, das ist ja der Scherz. Wir fühlen ja immer zu 100% richtig. Mhm. Das allein mal zu verinnerlichen, dann tut sich was, dann geschieht etwas. Mhm. Weil die Eltern und die Politiker, es ist immer das gleiche Spiel. Es setzt den Hebel immer beim Gefühl an. Es sagt, du fühlst falsch. Das ist nicht richtig, was du da fühlst. Mhm. Und Schrägstrich, das bedeutet immer, du bist falsch. Du bist nicht richtig. Wenn wir damit mal aufhören, wenn wir einfach sagen, aha, das lasse ich mir nie wieder erzählen, das glaube ich nie wieder, wenn das der Einzelne verinnerlicht, boom. Mhm. Sagen wir mal eine Selbstwertexplosion und nicht eine Corona-Explosion. Ich werde das üben. Ja, schön. Und vereinen tut sich das doch sicherlich alles in der großen besprochenen Herzqualität, oder? Die Liebe ist wichtig, um empathisch zu sein, also dass wir überhaupt mal fühlen können. Aber wie gesagt, also der Selbstwert ist schon so ein Dreh- und Angelpunkt, der sitzt halt im Unterbauch. Um den sortieren sich eben alle Gefühle wie die Planeten um die Sonne, um dieses Licht eben auch zu empfangen und dann eben auch vielleicht zu florieren, zu prosperieren, wie unser Planet eben ja auch getan hat, die Erde, um lebendig zu werden und zu sein. Also das Licht des Selbstwertes, alles, worauf das Licht des Selbstwertes oder der Wertschätzung scheint, beginnt zu blühen, wird lebendig im besten Sinne und transformiert sich. Und ich denke, das ist eben das, was man, wenn man alles vergessen hat aus diesem Kongress und auch dem Interview jetzt mit mir, das sollte man mitnehmen. Wenn wir die Dinge mit Wertschätzung betrachten, dann können sie sich zum Besten verwandeln. Dann beginnt Heilung. Und das heißt für uns, das, was wir negativ sehen, das, was wir als Krankheit bezeichnen, als krank oder als Schatten oder als böse, das, woran die Gesellschaft auch krankt und leidet, genau das müssen wir aufwerten, um es durchleuchten zu können. Das müssen wir aufwerten, um es durchleuchten zu können. Und indem wir es aufwerten, ja, wehren wir uns auch nicht mehr dagegen, nehmen quasi das Beste da heraus, ja, und geben aber auch das hinein, was fehlt, und dann wird es rund. Hm. Wenn wir die Banken verstaatlichen zum Beispiel, das ganze Bankwesen, wie Zahlungsverkehr funktioniert mit IBAN und BIC und, ja, und den Konten, das ist ja gut. Das ist vom Prinzip her gut. Das können wir, das nehmen wir. Aber die private Geldschöpfung zum Beispiel, die kann weg. Ja? Dieses Finanzcasino an der Börse, das kann weg. Das schadet ja dem einzelnen Bürger nur und den Staaten. So. Und das ist ja auch Transformation. Das ist mal, um zu zeigen, wie es physisch sein könnte. Ja? Mhm. Also Wall Street gibt es mehr, also nicht mehr so, wie wir es kennen. Aber der Zahlungsverkehr kann ganz normal natürlich übernommen werden. Das ist bei einer Staatsbank genauso. Mhm. Die Chinesen machen das. Die Chinesen haben einen Staatskapitalismus begründet. Ja, es ist ein kommunistischer Kapitalismus. Das gab es vorher noch nie. Und hätte ich das vor 20, 30 Jahren erzählt, hätten alle gesagt, das ist ja Unsinn. Das kann ja nicht funktionieren. Funktioniert fantastisch. Mhm. Die chinesische Wirtschaft floriert am meisten auf dem Planeten. Und da geht die Reise sicherlich hin. Und wir in Europa müssen halt einfach schauen, das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden, wir werden die großen Verlierer sein, wenn wir nicht aufpassen, bei diesem Finanzcasino, was gerade hier alle Gelder auf Null setzt und sagt, die Bank gewinnt und sonst niemand. Ja. Und deswegen müssen wir in Europa besonders und wir in Deutschland, weil wir sind immer auch irgendwo Herz und Kopf als Land der Dichter und Denker von Europa, wir müssen da besonders klar sein und Vorreiter sein für alle anderen Länder in Europa, dass wir dann eben nicht abgehängt werden. Also dass wir dann nicht nur einfach so das Anhängsel sind von Amerika wie momentan oder auch nicht einfach der große Bazar für die Billigprodukte aus China, was Plan B sein könnte, sondern wir müssen wirklich uns fragen, okay, wer sind wir und was wollen wir? Also was ist unsere Kernidentität und wie können wir die positiv eben gestalten? Denn
Europa verhält sich gerade fantastisch wieder, ja, ein ganzer Kontinent verhält sich im Grunde gerade wie so ein, wie wir das jetzt hier die ganze Zeit über skizziert haben, wie so ein Kind, was in der Schule saß von Amerika und immer gehört hat, ja, ne, du bist falsch, du fühlst nicht richtig, ja, und so wie du bist, bist du nicht richtig, mach genau das, was wir dir sagen, dann wird schon alles gut. Und wir stellen gerade fest, stimmt gar nicht. Stimmt alles überhaupt nicht. Und jetzt geht es darum, in die eigene Wirksamkeit zu kommen, also in die eigene Kraft zu kommen und sich zu fragen, okay, was wollen wir und wie können wir unsere Zukunft hier in Europa wirklich positiv gestalten? Danke, fand ich jetzt auch noch sehr wichtig, dass du das erwähnst. Ja. Schön, ich möchte noch kurz erwähnen, du hast ganz tolle Sachen ins Kongresspaket mit reingelegt. Ein E-Book zum Thema Selbstwert und Trauma heilen und auch eine Meditation fürs Herzchakra. Sehr gerne. Vielen lieben Dank dafür. Jennifer, alles Liebe. Das war ein schönes Interview. Vielen Dank. Ja, danke. Fand ich auch. Vielen lieben Dank. Und liebes Publikum, danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Das ist das Wichtigste. Danke.